Herzlich willkommen bei dem Zeitmanagement Virtual Coaching Programm von The Life Artists. Wir begleiten dich Schritt für Schritt, Session für Session dabei, ein erfolgreicher Manager deiner Zeit zu werden und damit deinen persönlichen Zielen und Wünschen näher zu kommen und diese schließlich auch zu erreichen. Unsere Aufgabe als deine Coaches ist, dass du mehr Erfolg, mehr Motivation und mehr Zufriedenheit in deinem Leben hast. Wir verraten dir dazu in jeder Video-Coaching-Session Methoden, Techniken und Tricks, um deine Zeit erfolgreich zu managen und vor allen Dingen an deine individuellen Bedürfnisse und deine persönlichen Ziele anzupassen. In dieser Coaching-Session heute erfährst du erstens, warum unwichtige Aufgaben Karrierekiller sind. Du erfährst zweitens, warum Delegation eine Win-Win-Situation ist. Und du erfährst drittens, wie du in 7 Schritten jede Aufgabe delegieren kannst. Diese Coaching-Session ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf deinem persönlichen Weg, ein erfolgreicher Manager deiner Zeit zu werden. Also, let's go! Kopieren, Kaffee kochen, Briefe kleben, Rechnungen bearbeiten und die Ablage machen. Wenn du irgendwann mal ein richtig schlechtes Praktikum gemacht hast, dann kennst du diese extrem unbeliebten Aufgaben bestimmt. Wie kommt es, dass immer wieder junge Menschen während eines Praktikums mit solchen tollen Aufgaben betraut werden? Grundsätzlich ergeben sich durch die Zusammenarbeit in Teams für alle Beteiligten viele verschiedene Vorteile. Durch die so entstehenden Synergieeffekte. Durch das Aufteilen von wichtigen und unwichtigen Aufgaben auf einzelne Personen ergibt sich aber auch ein großes Problem. Denn Personen, die für die wichtigeren Aufgaben zuständig sind, haben meistens auch mehr Macht, mehr Verantwortung und meistens auch mehr Geld als die Personen mit den unwichtigeren Aufgaben. Wer zum Beispiel in einem Unternehmen nur den Kaffee kocht oder den Kopierer betätigt, steht dort auch eben immer ganz unten in der Unternehmenshierarchie. Geschäftsführer und Führungskräfte verfolgen alle direkt oder indirekt das persönliche Ziel, in der Unternehmenshierarchie immer weiter aufzusteigen bzw. ab einem bestimmten Grad ihre Position gegen andere zu verteidigen. Also die berühmte Karriereleiter nach oben zu klettern und dort zu bleiben. Was lernen wir daraus? Wer in einem Unternehmen Karriere machen will, muss wichtige Aufgaben übernehmen und gleichzeitig die unwichtigen loswerden. Wenn wir uns an die Eisenhower-Matrix aus der vorletzten Coaching-Session erinnern, dann handelt es sich bei den wichtigen Aufgaben immer um die A- und B-Aufgaben. Diese sollten natürlich von dir persönlich erledigt werden. Bei den C- und D-Aufgaben handelt es sich um unwichtige Tätigkeiten. Diese sollten möglichst nicht persönlich von dir erledigt werden. Eine absolut unersetzliche Vorgehensweise, Unwichtiges loszuwerden, stellt dafür die Delegation von Aufgaben an andere Menschen dar. Wieso ist Delegation überhaupt relevant für das Thema Zeitmanagement? Wenn du es schaffst, durch Delegation von für dich unwichtigen Aufgaben mehr Zeit mit den für dich wichtigen Aufgaben zu verbringen, dann erreichst du schneller deine eigenen und persönlichen Ziele im Leben, beruflich wie privat. Über deine persönlichen Ziele und eine ausgewogene Life Balance haben wir bereits in den ersten Coaching Sessions gesprochen. Dass Menschen andere Menschen tendenziell unangenehme Aufgaben übertragen, ist problematisch, da immer dabei die Gefahr besteht und auch die Tendenz, dass die reicheren und mächtigeren Menschen versuchen, die Schwächeren dabei auszubeuten. Aber mit der Macht über andere Menschen kommt auch Verantwortung. Deswegen ist auch die Delegation von Aufgaben nicht per se abzulehnen, da es sich erstmal vorerst um ein neutrales Werkzeug handelt. Den verantwortlichen Umgang damit bestimmst du selbst. Dieser sieht so aus, dass Delegation im Sinne einer fairen Arbeitsteilung stattfinden sollte, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren. Wie du dich selbst gewaltfrei gegen die eben erwähnte unfaire Delegation von Aufgaben an dich selbst wehren kannst und dich davor schützt, von anderen ausgebeutet zu werden, erfährst du in der späteren Coaching-Session zum Thema Nein sagen. Du erfährst jetzt, wie du in 7 Schritten jede Aufgabe erfolgreich delegieren kannst. Ich nehme, um das einfach an einem Beispiel zu verdeutlichen, wieder unsere fiktive Person aus den vorherigen Coaching-Sessions, in deren Lage du dich auch diesmal wieder versetzen kannst, wenn du möchtest.
Stell dir diesmal vor, du würdest ein Einfamilienhaus mit einem großen Garten besitzen. Um dein Grundstück herum wächst eine große grüne Hecke, die du zweimal im Jahr normalerweise schneiden musst. Bisher hat das auch immer gut funktioniert, aber jetzt hast du aufgrund deiner vielen anderen Aufgaben und Tätigkeiten einfach zu viel zu tun und entscheidest dich dafür, diese Aufgabe jetzt an jemand anders zu delegieren. Der erste Schritt einer Delegation ist, die Aufgabe zu analysieren und zu untersuchen, ob sich diese überhaupt zu einer Delegation eignet. In dem Fall, ja, das geht. Deine Hecke muss zweimal im Jahr geschnitten werden und ist eine wiederkehrende Routineaufgabe, die du auf jeden Fall an eine andere Person mit der entsprechenden Fachkenntnis delegieren kannst. Der zweite Schritt besteht darin, eine geeignete Person für deine Aufgabe zu finden. In diesem Fall wählst du eine Gärtnerei aus, denn dein Nachbar, den du auch persönlich kennst, ist auch Kunde dieser Gärtnerei. Der dritte Schritt ist einer der wichtigsten. Einen klaren Arbeitsauftrag geben. Was soll wie und bis wann gemacht werden? Du schließt mit der Gärtnerei sogar einen Vertrag ab, in dem die Leistungen schriftlich genau fixiert worden sind. Damit schließt du einfach aus, dass es keine Missverständnisse zwischen dir und der Gärtnerei gibt, in Bezug darauf, wie die Hecke geschnitten werden soll. Du bist sogar so genau, dass du regelst, um wie viele Zentimeter die Zweige von der Hecke gekürzt werden sollen. Im vierten Schritt der Delegation muss sichergestellt werden, dass die Person über die nötigen Befugnisse verfügt, die Aufgabe von dir auch durchzuführen. Zu Neudeutsch heißt das Empowerment. In unserem Beispiel händigst du der Gärtnerei den Schlüssel für dein Grundstück aus, damit sich der Gärtner eigenständig am Vormittag, wenn er die Aufgabe erledigen soll, Zutritt verschaffen kann und nicht vor verschlossener Türe steht und nicht arbeiten kann, weil niemand bei dir zu Hause da ist. Im fünften und sechsten Schritt der Delegation wird das Arbeitsergebnis kontrolliert, indem sich von dir Zwischenergebnisse angeschaut werden und, falls es Rückfragen geben sollte, du Hilfe zur Selbsthilfe gibst. In unserem Beispiel schaust du beim ersten Mal dem Gärtner noch über die Schulter, wie er die ersten Meter deiner Hecke schneidet. Der Gärtner merkt auch an, dass sich nicht überall an die im Vertrag geregelte Zentimeterzahl der abzuschneidenden Zweiglänge gehalten werden kann, da aufgrund der verschiedenen Lichtverhältnisse in deinem Garten die Hecke auch unterschiedlich hoch gewachsen ist. Du bist einverstanden und sagst, alles klar, ich möchte nur, dass die Hecke hinterher gleich hoch und gleich symmetrisch geschnitten ist und das Ganze ordentlich aussieht. Wie der Gärtner das im Detail machen soll, ist dir auch egal, Hauptsache das Ergebnis passt. Im siebten und letzten Schritt der Delegation wird das Arbeitsergebnis per Feedback ausgewertet und der gemeinsame Erfolg gefeiert. Du rufst die Gärtnerei am nächsten Tag an und sagst, dass alles zu deiner Zufriedenheit gelaufen ist, dir deine Hecke gefällt und du gibst dem Gärtner beim nächsten Mal ein vernünftiges Trinkgeld, wenn er bei dir das nächste Mal im Garten arbeitet, weil er einen so guten Job gemacht hat. Fassen wir für die Übersicht nochmal alles zusammen. Erstens, delegiere für dich unwichtige und oder unattraktive Aufgaben an andere Personen. Zweitens, sorge dafür, dass von der Delegation beide Seiten gleichermaßen profitieren. Drittens, nutze dafür die 7 Schritte der Delegation, um Missverständnisse und Ärger zu vermeiden. Viertens, mache in der gewonnenen Zeit Dinge, die dir Spaß machen oder arbeite an deinen persönlichen wichtigen Zielen. Die Action des Tages ist eine obligatorische Übung bei allen Coaching-Programmen von The Life Artist. Du verlässt nach jeder Coaching-Session einmal deine Comfort-Zone, damit du ein erfolgreicher Manager deiner Zeit wirst und deine persönlichen Ziele und Wünsche auf jeden Fall erreichst. Die heutige Action des Tages besteht darin, eine Aufgabe aus deiner Irritation-List auszuwählen und die Delegation dieser Aufgabe zu planen. Nutze dafür das 7-stufige Prinzip der Delegation aus dieser Coaching-Session. Definiere das Delegieren der von dir ausgewählten Aufgabe auf jeden Fall schriftlich und benutze dafür die Vorlage im E-Handbook. Schreibe dort in den vorgegebenen 7 Schritten der Delegation genau auf, wie jeder einzelne Schritt konkret aussehen könnte, wenn du diese Aufgabe tatsächlich delegieren würdest. Bedenke zum Schluss, erfolgreiche Menschen handeln und machen unangenehme Dinge einfach, während andere Menschen doofe Ausreden erfinden, diese Sachen nicht zu tun. Ich weiß natürlich, dass du mir jetzt eventuell auch 3 Gründe nennen könntest, warum du die heutige Action des Tages nicht sofort umsetzen könntest. Mach dir dabei aber bitte auf jeden Fall bewusst,
dass eine mögliche Unzufriedenheit deinerseits genau von diesen vermeintlichen Gründen her abhängen kann. Wir empfehlen dir also auf jeden Fall, deine Komfortzone heute und an dieser Stelle zu verlassen, wenn du es nicht sowieso schon vorgehabt hättest. Wir versprechen dir, dass dich die heutige Action des Tages langfristig erfolgreicher, zufriedener und motivierter machen wird und wünschen dir deswegen auf jeden Fall viel Spaß mit ihr. Genieße den Prozess. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann like es bitte, schreib einen Kommentar für uns unten in die Kommentarbox oder teile es mit deinen Freunden. Bis zur nächsten Coaching-Session. Bleib erfolgreich. Dein Personal Business Coach Michael May. Ciao.